Das sind eigentlich alles Wiesen. Der, ja, der Bach ist eigentlich da. Der Bach ist die Lenne. Die Lenne. Aber hier vorne sind jetzt die ganzen Wiesen unter Wasser. Wenn man hier so guckt, steht alles unter Wasser hier. Hier, guck mal hier, alles Wasser. Also eigentlich da hinten der. Alles Wasser hier. Na gut, die Lenne ist schon ein Fluss. Nur nicht vergleichbar mit dem Rhein oder so. Aber hier, das ist eigentlich ein Parkplatz. Vom Hotel ein Parkplatz. Da steht ja auch das Schild Schweinsberg Hotel. Aber wie man sieht, kann man da ja gar nicht parken im Moment. Das ist die Lenne. In, wo ist man sagen? Langenau. Langenau. Sind wir hier. Wie gesagt, hier vorne ist eigentlich ein Parkplatz von dem Hotel Schweinsberg. Da ist die Hauptstraße. Hier ist die Hauptstraße und hier ist das Wasser. Also wenn das jetzt noch einen Meter mehr ist, steht die Straße hier auch unter Wasser, die Bundesstraße. Da ist die Straße und hier ist das Hotel Schweinsberg. Hier, da ist die Straße. Hier steht das schon fast bis an die Ausstellung der Autos ran, das Wasser. Wenn man hier guckt, da drüben, dieses Gartenhäuschen ist schon unter Wasser. Oder hier drüben, die haben da aus Wasser schon im Keller, das Haus da, das Weiße. Ja. Ist eigentlich die Lenne. Ich denke mal, hier unter der Brücke, ne? Ja. Ist die Lenne. Aber da drüben schon ein bisschen die Büsche. Und hier dieser Weg, der ist auch gleich weg. Und die Leute haben es auch gleich im Haus. Ja. Die haben sie. Also heute haben wir den 24.12.2023, Heiligabend. Und die können jetzt hier mit dem Wasser kämpfen. Ja. Da brauchst du aber vorher, wenn die anrufen. Ja. Gerade läutet die Kirche. Weiß nicht, ob man das hört. War schon krass. Es dauert nicht mehr lange, dann ist drüben die Bundesstraße unter Wasser. Dann wird die ja theoretisch gesperrt. Wie fährst du dann? Wenn die gesperrt ist, dann. Also wäre dann ein riesen Umweg, um ein paar hundert Meter Auto vorwärts zu kommen. Ich wollte mal lieber schnell mit dem Duster wieder wegfahren, weil wenn das Wasser steigt, wie das Wasser hier einfach so ein Rinnsal eigentlich, der da jetzt zum Sturzbach wird. Und gießt alles jetzt mit hier unten rein. Hier sieht es jetzt nicht ganz so dramatisch aus, weil das Flussbett ein bisschen höher ist. Aber hier drüben ist ja der Sportplatz. Der ist ja schon bis an die Mauer in das Wasser. Also eigentlich ist hier drüben nur die Lenne. Ja. Und auch wie schnell die fließt. Hier ist jetzt auch das Hochwasser. Da sieht man schon hier bis am Weg. Das ist ein Radweg. Und da ist Neubaugebiet. Hier ist gerade ein Fundament noch vom Haus. Das ist dann auch schon gleich unter Wasser. Das ist auch wie ein Teller nehmen. Ja, und vor allen Dingen auch schon zu Wasser. Und da hinten da ist diese Scheune, da wohnen eigentlich Pferde, die sind jetzt auf der anderen Seite vom Wasser. Die kommen gar nicht mehr in ihre Scheune zurück. Und da hinten ist eigentlich die Lenne. Da hinten sieht man im Wald, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehe ich es nicht, aber da kommt auch so ein Sturzbach oben aus den Wäldern raus. Das Stromhäuschen ist nur noch eine Insel. Das könnte aber auch so ein Wasserbad, da ist so eine Belüftung, ne?
Könnte auch ein Wasserbassin sein. Ja. Was? Trinkwasser. Ganz da hinten ist, glaube ich, die Lenne, ne? Da. Am Waldrand. Am Waldrand da hinten. Ja. Und das hier vorne ist alles Hochwasser. Da hinten geht es ja runter, das ist nur die Schlacht. Ja, da habe ich schwimmen gelernt. Da geht okay. Da hinten runter, das ist so stromschnell und da unten war dann wie so ein Bassin immer. Aha. Habe ich als Kind schwimmen gelernt. Da sieht man da hinten, wo das Wasser so hochkommt. Ja, da hinten sieht man so ein bisschen die Wellen so schlagen. Ja, und wenn ich so sehe, da drüben das Wasser. Und hier ist jetzt schon das Niveau höher wie die Häuser, wo wir jetzt sind. Da hätte ich schon langsam ein bisschen Bedenken. Ich glaube, ich würde schon die Fenster alle abdichten. Also wie gesagt, hier sieht man ja, das Wasser ist ja schon fast an dem Weg. Und hier geht's schon runter und da drüben ist das Haus. Also das Niveau hat schon fast das Haus. Dazwischen ist nur ein bisschen noch das Land höher, aber nur noch ein bisschen. Und ob das jetzt schon langsam darüber drückt, ist die andere Frage, so von unten. Ob die aber überhaupt einen Keller haben, weil heute haben ja die Häuser oft gar keinen Keller mehr. Guck mal hier, ne? Da, ich weiß nicht, ob man das so sieht, da drüben steht das Wasser. Und hier ist direkt das Fundament von dem Haus. Wobei, das gibt ein Miethaus, das ist kein Privator. Ja, ist doch egal. Das ist viel zu groß für ein Privathaus. Wohnen wollte ich da trotzdem nicht. So, jetzt sind wir mal auf dieser Bodenplatte hier. Und jetzt sieht man mal, wie dicht das Wasser hier rangeht. Also wenn diese Erdhaufen da nicht wäre, wäre die Bodenplatte schon im Wasser. Da ist aber gerade noch so ein bisschen Erde dazwischen, wo hier das Ganze mal, wenn es jetzt noch ein bisschen höher kommt, dann schwimmt hier sowieso alles weg. Diese ganzen, diese gelbe Schutzding da, kannst du als Badewanne, als Boot. Das dauert dann nicht mehr lange. Wenn das jetzt noch ein bisschen steigt, steht die Bodenplatte unter Wasser hier. Das ist ja verrückt. Vor allem, guck mal, hier sind immer so Fundamente. Wenn man jetzt hier guckt, hier ist ja diese Bodenplatte. Da ist ein bisschen weniger dieser Wall noch. Und dann sieht man schon, hier steht dann auch schon links das Wasser im Gelände. Das geht bis. Theoretisch ist das ja schon hier, das Hochwasser da. Das drückt ja von hier drüben schon darüber. Wenn es dann gleich mehr kommt, dann ist die ganze Bodenplatte im Hochwasser. Hier laufen wir jetzt gerade über einem Radweg. Und an sich ging jetzt der Weg hier und unter der Brücke da hinten weiter. Dann läuft man unter der Bahnlinie lang. Und da drüben aus dem Arm kommt die Hunde. Von da drüben kommt die Lenne und fließen hier zusammen. Also, wie gesagt, hier ist eigentlich der Weg, der geht dann da weiter. Würde gehen, wenn es denn. So, jetzt bist du mal ganz kurz im Bild, oder auch nicht. Und das ist, ich meine, hier sieht man jetzt nicht so wirklich als Außenstehender, weil wenn man nicht weiß, wie es normal aussieht, aber... Ja. Der kommt immer mal wieder hoch. Ja. Ja, da ist auch mächtig, das am Baum am Rütteln, das Wasser, ne, da vorne. Ja, jetzt nicht, aber eben hat er richtig geschwankt da drüben, der Baum. Leider kann ich mit der Kamera nicht zoomen. Da, jetzt hat man, da der Baum, der kämpft da, der hängt da. Und da ist er alles am Kämpfen. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Neben uns tobt der Bach. Und hier sieht man nochmal als den Stamm, der da so kämpft. Und man sieht immer, wie er wieder hochkommt. Und irgendwann wird er wahrscheinlich mal wegschwimmen. Ja. Ja. Wenn man jetzt hier runter guckt, hier wäre eigentlich unser Weg lang. Hier kann man jetzt sehen, da drüben kommt die Hunde und das hier ist die Lenne und fließen dann da zusammen. Und hier unten drunter geht der Fußweg eigentlich lang, dieser Radweg, wo wir laufen wollten. Jetzt sind wir hier nochmal an so einem Stau. Ein
gegenüber. Quasi, gegenüber von der Lenne. Genau, wo wir eben waren. Gegenüber. Das ist eigentlich nur gestaut. Und dann regulieren sie hiermit ein bisschen. Aber wenn man sieht, hier dieser Weg fehlt auch nicht viel. Denn Martina sagt zwar, das wird reguliert und kann hier nie Hochwasser. Aber meine Vermutung ist, wenn es noch extrem steigt, drückt es auch von hinten hoch. Und dann steht auch hier alles unter Wasser. Also das ist meine Vermutung. Naja. Hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von dieser Eisenbahnbrücke. Ja, hier geht jetzt auch der Weg lang. Dieser Radweg. Und das wäre dann die Verbindung. Da drüben kommt dann wieder die Hunde. Und das hier ist die Lenne, die dann da drüben zusammenfließen. Jetzt gehen wir nochmal hier vorne. Ne? Das war hier drüben, dieser Arm, ist dieses Stauteil, was sie dann mit regulieren können. Und jetzt gehen wir mal drüben nochmal zu dem Stauwehr. Meter 10 oder Meter, ne? Das ist da drüben die Hundem, ne? Nee, Quatsch, die ist hinterm Bahndamm. Ich wollte gerade sagen, die Hundem müsste hinterm Bahndamm sein. Also ist das dann auch schon drüben eine Wiese einfach, die unter Wasser steht. Und das hier ist die Lenne. Und das da drüben ist das Wehr. Die Wehranlage. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Bis dahin kann man hier laufen. Das ist das, was ich meine. Das hier ist das hier, was gestaut wird. Und das hier ist die Lenne, die ja nicht reguliert werden kann. Und wenn man jetzt hier guckt, da fehlen noch, sagen wir mal, 20, 30 Zentimeter, eher 20. Und dann geht es einfach über den Weg und dann kann man da auch nichts mehr regulieren. Dann ist da auch Hochwasser. Da fährt ein Zug. Hier, da links, wo diese zwei Betonwände sind, ist eigentlich eine Fischtreppe hoch. Und da rechts ist auch so eine Mauer, wo so ein Wasserfall runterkommt. Das ist jetzt einfach nur alles eine Wassermasse, ne? Hier nochmal ein Blick, links und rechts. Rasen, die klappen zu, aber lange hilft das auch nicht mehr. Da könnte auch noch mal eine Klappe zumachen, aber das bringt ja jetzt eigentlich auch nicht mehr viel. Ja, da hinten auf der Wiese sind die Enten noch. Die waren sonst immer hier unten. Aber da sieht man, ne, da drüben, die Lenne ist eigentlich nur hier vor dieser Baumreihe da. Vor diesem Streifen, der da ist. Und das dahinter ist alles Hochwasser. Ja, hier wollen die Enten jetzt auch nicht mehr sein, weil da treiben sie ja planlos davon. Da sieht man, wie dieser Zwangsüberlauf, was der doch hier schon auch für eine Gewalt ausübt, wie das hier am Sprudeln und Brodeln ist. Das ist jetzt wieder die Hunde. Da drüben die Gänse freuen sich aufs Wasser, aber die Hausbewohner. Ja, hier so eine alte Brücke. Und da ist hinten dieser Schuppen, der steht ja auch schon unter Wasser. Ja, da liegt schon lauter Treibholz, was hier so angetrieben wird und hängen bleibt an der Brücke. Und jetzt gehen wir über die Brücke. Ist ja irgendwie auch so eine historische Brücke hier, ne? Wie alt Hundem? Das ist die alte Hundembrücke. Die alte Hundembrücke. Genau. Die ist, glaube ich, sogar oben im Wald immer als Sehenswürdigkeit. Ne? Da gab es da schon Schilder. Ja, am Leuchtturm sind die Gänse. Ich sehe jetzt zwar nicht, was die Kamera filmt. Hier stützen sie die Mauer mit Sandsäcken. Aber teilweise sind die Sandsäcke schon aufgerissen und kaputt. Und leer ist der Sand weggespült.